Einen wunderschönen Willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Binary Domain. Dieses Spiel ist von Sega aus dem Jahre 2012 und ganz salopp, man sieht es ja schon da in dem Logo. Es ist ein bisschen zukünftig angehaucht, ein klitzekleines bisschen, ja, und wir lassen uns mal überraschen, wie es im Tokio der Zukunft aussieht und worum dieses Spiel eigentlich handelt. Was? Was? Noch ein bisschen Werbung gemacht. Ja, ich habe nichts gemacht. Ich drücke jetzt mal. Dieses Spiel speichert automatisch. Das wissen wir, also von vielen anderen Spielen, dass wir automatisch speichern. Ich habe es schon einmal kurz angetestet, angespielt, damit wir auch sicherstellen können, dass das alles funktioniert. Wir haben ja auch einen Koop-Modus. Vielleicht werfen wir das auch irgendwann nochmal an. Ich weiß es noch nicht. Es hängt davon ab, ob oder ob nicht es einen Spielpartner gibt dafür. Nichtsdestotrotz, wir wollen die Kampagne spielen und sagen, ein neues Spiel. Und ich würde mal sagen, wir machen hier Rust Em Up, oder? Das ist dann der Standard-Schwierigkeitsgrad dieses Spiels, die mit der TPS-Steuerung, was auch immer das ist, vertraut sind. Sind wir vertraut? Ich weiß es gar nicht. Machen wir mal. Neue Speicherdatei erstellen. Hier, wie gesagt, ein Testspiel von heute gerade eben. Und schauen wir uns mal an. Genau. Da geht's los. 2080 nach Christus. Anweisungen von der Leitung der Internationalen Robotik-Technologie-Agentur. Vor 42 Stunden beauftragte die Leitung der IRTA eine Rost-Crew mit einem verdeckten Einsatz in Japan zur Untersuchung einer möglichen Entwicklung von menschenähnlichen Robotern durch den Amada-Konzern. Ihr Befehl lautet, die Staumauer der Bucht von Tokio zu überwinden und die Slums der Unterstadt zu infiltrieren. Sie werden sich mit weiteren internationalen Teams treffen und gemeinsam Amada aufsuchen. Dies ist eine verdeckte Operation ohne Wissen oder Zustimmung der japanischen Regierung. Sollte es zu einem Kampf mit örtlichen Einsatzkräften kommen, wird IRTA jedes Wissen abstreiten. Viel Glück! Ich glaube, das werden wir brauchen. Ich hab's im Urin. Kapitel 1. Zuschlagen. Hit and Run. Hey Marshall. Willkommen in Japan, Bruder. Das ist mein Willkommen? Dein hässlicher Arsch? Ha! Wo zum Teufel sind meine tanzenden Geishas? Du weißt ja nicht, was ich unter diesem Anzug trage. Fängt schon gut an. Das fängt ja schon gut an. Es sieht erstaunlich gut aus. Also, ich meine, okay, ist nur ein paar Jahre alt, aber. Ja, sieht ganz nett aus. So, bevor wir hier was machen, mir ist schon gerade was aufgefallen. Ich muss doch eine Sache ändern. Das tut mir leid an der Stelle. Die Sprachausgabe ist recht gut und verständlich. Ich denke mal, wir brauchen keine Untertitel. Das lassen wir mal sein. Das ist unser Team, Big Bo und Dan. Yo Dan, lass uns nochmal das Kommunikationssystem austesten. Wenn du was sagen oder auf etwas antworten willst, nimm das Funkgerät. Genau, und apropos das Funkgerät. Dieses Spiel hat eine Spracherkennung, die ich abgeschaltet habe. Nicht, weil die Spracherkennung nicht funktionieren würde oder irgendwas anderes, sondern wenn ich hier die ganze Zeit mit euch quatsche, mit einem drum und dran, das klappt dann nicht. Also man drückt Tabulator und kann dann normalerweise reinquatschen und dann gibt es ein paar Kommandos, Begrifflichkeiten, die das System erkennen kann und soll und stellenweise nach mehrmaligen Aussprechen auch wird. Das lassen wir lieber sein. Deswegen, das ist jetzt bloß zur Erklärung, dass es sowas gibt. Wir werden das ganz konventionell machen. Ne? Also sprich, dass wir dann ein Auswahlsystem haben, was wir dann antworten können. Um die Liste der vom Spiel erkannten Wörter anzuzeigen, sieh dir im Optionsmenü unter Spracherkennungseinstellung die Liste erkannter Wörter an. Ja, das hatten wir gerade erklärt. Derzeit ist kein Mikrofon angeschlossen. Du kannst das Spiel ohne Mikrofon spielen, jedoch nur eingeschränkt mit deinem Team kommunizieren. Ist dein Mikrofon nicht angeschlossen, erscheint dieses Symbol, ist okay. Dann gibt es diesen Voice-Link an und aus. Das ist dann, ob ich das Tab drücke oder nicht. Na, verstehst du jetzt, wie dein Funkgerät funktioniert? Na klar.
Du, im Spiel wirst du Fragen von deinen Teamkameraden gestellt bekommen. Schätze Situationen ein und antworte. Halte Tab, um anwählbare Antworten anzuzeigen und drücke dann den Knopf für deine Entscheidung. Das ist natürlich ein bisschen schwierig gelöst stellenweise. Die Tasten sind wild über der Tastatur verstreut. Wir sollen jetzt das machen. Also antworten. Wir können jetzt F für Nein und Leertaste für geht klar. Gute Antwort. Weiter so. Toll, da wird man auch noch gelobt. Das Spiel könnte Hintergrundgeräusche auffangen und deine Teamkameraden zum Reagieren veranlassen. Falls das regelmäßig passiert, passe die Geräuschschwelle in den Spracherkennungseinstellungen unter Optionen an. Du kannst das Spiel auch ohne Spracheingabe spielen. Stelle dazu Spracheingabe aus, das habe ich schon gemacht, bla 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 bla, und drücke den Knopf für deine Entscheidung. Das haben wir gerade getan. Jetzt wenden wir uns unserer Ausrüstung, dem Handhaben von Waffen und Kampftechniken zu. Aber sowas von. Wenn du glaubst, du brauchst das nicht, können wir es auch lassen. Was meinst du? Wollen wir die volle Packung machen? Ich glaube, wir machen die volle Packung. Okay, los. Okay, also los, Kumpel. Okay, zuerst ist Schießen an der Reihe. Okay. Siehst du das Schild da vorne, Dan? Q für Fokus? Okay. Ja, das sehe ich. Schieß auf das Schild. Ach. Das Ziel lässt sich besser treffen, wenn du zuerst eine Schusshaltung einnimmst. Also diese hier, okay. Gut geschossen, Dan. Ah. Hast wohl geübt, was? Ja, gerade eben. Kannst nachladen, wenn deine Munition knapp wird. Okay, Hammer. Du willst nicht ohne Kugeln in der Scheiße stecken. Oben rechts auf dem Bildschirm erscheint die ausgerüstete Waffe sowie die verbleibende Munition. Lade immer nach, bevor dir die Munition ausgeht. Du kannst Feinden auch auf die Pelle rücken und sie mit deiner Waffe schlagen. Okay, als nächstes sehen wir uns mal deine Handfeuerwaffe an. Ja, hab ich sowas? Nimm deine Handfeuerwaffe und schieß auf das Schild. Waffe wechseln mit Cursor nach oben? Oder was? Da auf das Schild. Ach, guck mal, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das ist dann so. Okay. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Ich kann jetzt auch nur die auswählen. Ich kann keine andere auswählen. Okay. Cool. Hammer. Ein Glück, dass du auf unserer Seite bist. Okay, das reicht. Okay, Koppel. Weiter mit der Mission. Kriege ich meine Waffe wieder? Geh du voran! Hä? Was? Ah, jetzt geht's. 1 und 2. Ah, okay. Gut, haben wir. Ich komme hinterher. Okay, die Maus ist okay von der... Huch. Vergiss nicht, dir die Munition da zu krallen. Ja, ich nehme sie mir mit. Geh du voran! Ja, doch. Achso, jetzt könnte ich antworten. Halt, neu formieren, Rückzug, Bewegung. Komm, hier. Nee, F für hochklettern. Jo, sag mal, was hast du so vor, wenn du hier fertig bist? Du als Weiberheld? Lass mich raten. Mädels, Strand, Sonne? Ach nee, sowas mache ich nicht. Oh, schade. Aber wer weiß, vielleicht kriegst du ja noch eine ab, ehe du hier fertig bist. Dann hast du genug zu tun. Positives Denken, Kumpel. Ja. Schauen wir mal. Ich glaube, wir haben erstmal Dinge hier zu tun, ne? Dass wir bei dem Sauwetter überhaupt raus müssen. Wir waren die ganze Zeit im Meer unterwegs. Okay, hier geht's raus. Okay, los. Wir sollten uns auch mit dem Hauptquartier in Verbindung setzen. Ist eine gute Idee. Käfer 2 an Basis. Laut und deutlich, Käfer 2. Linie gesichert, Ziel angepeilt. Momentane Position 35 Grad, 6, 3, 5, 6 Sekunden zu 139 Grad, 7, 7, 2, 4 Sekunden. Ja, danke, genau. Major. Und jetzt nochmal verständlich. Sie nähern sich der Zielinfiltrationsstelle, Klugscheißer. Sie liegt nur 1 Kilometer weit vor Ihnen. Ja, wir sind gleich da. Sollte kein Problem sein. Nicht vergessen, wenn Sie innen an der Ufermauer sind, müssen Sie Funkstille bewahren. Wir trennen die Verbindung, wenn Sie durch sind. Irgendwelche letzten Worte? Ja, sagt deine Mama, ich liebe sie. Das habe ich gehört, Boateng. Wie, Boateng? Der heißt Boateng? Ach, das ist mein Nachbar. Das ist mein Nachbar. Ich guck mal hier kurz. Haben wir hier irgendwas übersehen? Ich glaube ja. Wartet mal. Kommen wir hier wieder rein? Nein, kommen wir nicht. Jo, dann haben wir nichts übersehen. Also, unser Kumpel heißt Boateng. Big Boateng. Sehr schön. Okay. Lalala. Oh.
Wow, was war das? Was? Oh, jetzt kommt ein bisschen Mucke. Und wir sind entdeckt worden. Verdammt, schon erwischt. Sichtbeschädigung von 6. Nein, 7. Die flankieren uns. Major, wir werden angegriffen. Wie wäre es mit etwas Bodenunterstützung? Dafür werden Sie noch bezahlt, Boateng. Begeben Sie sich zum Sammelpunkt. Na toll. Hast du etwas anderes erwartet? Nicht, seit Sie dich den Survivor nennen. Das war der schlimmste Tag meines Lebens. Hey, das war nicht meine Idee. Den Survivor? Los, okay. Und? Wow. Oh, 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 oh. Laufweise Terminatoren hier. Bist du soweit? Na klar, Papa. So. Die Dinger sind gefährlich, wenn sie dir zu nahe kommen. Schieß auf ihre Beine. Bingo! Das hat gesessen. Und nun mach ihn ein für alle mal kalt. Ich werde getroffen irgendwie. Und jetzt Ziel auf den Kopf. Nach einem Kopfschuss wissen die nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Los, blast ihm das Metallgehirn weg. Na komm, bis. Hammer. Na, wo kommen sie denn? So, der liegt auch. Und weg mit dir. Bom. Bam. Das hat gesessen. So, können wir gehen, oder? Du hast von nur 7 Blechbüchsen gesprochen. Na toll. Ist doch super gelaufen. Okay, aber ich glaube, die sind noch da, ne? Ja, sind sie. So, Blechbüchse. Was haben wir hier? Okay, alles schön einsammeln, was wir können. Wer weiß, wann es wieder was gibt. Hey Dan, diese Scheiße ist im Weg, tu was! Ja, wie denn? Das Sturmgewehr des Spielers kann Energie aufbauen, die dann als extrem starke Stoßwelle freigegeben wird, okay? Ja, und nun? Energie kann durch das Sammeln bosonischer Zellen aufgebaut werden oder durch das Auffinden bosonischer Lader. Ach so. Bosonische Zellen erscheinen mitunter, wenn Feinde besiegt werden. Lader befinden sich in den Levels. Die Stoßwelle ist ein äußerst starker Angriff, der Feinde und Hindernisse aus dem Weg räumt. Um die Ladung aufzubauen, halte R gedrückt und lasse zum Aktivieren des Angriffs los. Okay, die Stoßwelle kann nur mit Dans speziellen Sturmgewehr benutzt werden. Okay, also gedrückt halten und... Feuer. Genau so muss das sein. Super. Jetzt können wir weiter. Das Teil ist mega stark, aber frisst eine Menge Energie. Aua. Also baller nicht rum wie ein Verrückter. Spar dir die Energie. So, kommt noch ein Lackkabbelt? Nein. Tschüss. Bumm. Haben wir's? Wir haben's. Und hier ist Munition. Huch. Dan, ein Überwachungsspot auf 12 Uhr. Vorsicht, er ruft Verstärkung, wenn er uns sieht. Dann darf er uns nicht sehen, ganz einfach. Geschafft, Dan. Gute Arbeit. So. Was? Dem haben wir doch gerade das Bein weggeschossen. So, komm, geh weg. Komm, du zitterst doch schon. Du hast doch gar keinen Kopf mehr. Habt ihr das gesehen? Huch. Na und bang. Super. Ja, das macht doch Spaß. Gehen wir hier oben lang, ja, ne? Okay, die Waffe, die sie hier haben, die lassen wir mal. Oh, das ist die Tröte. Geht mir irgendwie ein bisschen auf den Keks. Oh. Meinst du das noch immer? Ah, scheiße, ein Grand Rancer. Für den reicht unsere Schusskraft nicht. Das hat gerade noch gefehlt. Lauf! Leg dich ins Zeug!
Nicht aufhören! Ich höre doch nicht auf, ich komm doch. Scheiße, geben diese Arschlöcher denn nie auf? Ah, nicht umdrehen. Wow. Ihr habt die Staumauer fast erreicht, Käfer 2. Funkkontakt wird beendet. Alles, geh, ich geb dir Deckung. Alter vor Schönheit, Kumpel. Ich lach mich schlapp. Was ist denn? Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Oh, ich glaube, ich muss, Oh. Warum haben wir so ein Loch? Die Schleuse öffnet sich sicher, um den Tanker da durchzulassen. Lass uns da mitfahren. Wir brauchen perfektes Timing, sonst sind wir voll am Arsch. Okay. Muss schnell sein. Fertig? Okay, ja. Gedrückt halten zum Beschleunigen. Okay. Mann, hier wimmelt's nur so von Überwachungsbots. Wenn die uns sehen, sind wir im Arsch. Okay, folgender Plan. Wir müssen uns vorwärts bewegen, ohne entdeckt zu werden. Synchronschwimmen. ich hab... Warum macht er jetzt gerade nichts? Scheint, als hätten wir uns übernommen. Da kommen Überwachungsbots. Tauch runter. Ja, ich bin auch unten. Und? Puh, das war ganz schön knapp, Mann. Ah, okay. Wir müssen uns beeilen. Die Zeit drängt. Hier drüben, Kumpel. Ich komm doch. Okay, das sind also hier immer so ein paar Action-Einlagen. Da können wir eigentlich gar nicht so viel machen. Ja, doch, schwimmen können wir schon. Na, aber das hält fit, was? Schon krass, dass wir so eine Welle hinterlassen. Sind wir so schwer? Wir haben die richtigen Prioritäten. Sind wir so schwer, dass wir so einen Sog um uns herum erzeugen? So, ja, die komm. Die entdecken uns, wenn wir jetzt rauskommen. Ja, ja doch. Und jetzt? Dann los. Oh, na toll, jetzt auf einmal. Na dann, los geht's. Ich bin unter Wasser. Mich kannst du nicht sehen. Das nimmt kein Ende. Ja. Das Tor ist offen. Ja doch. Komm her, und zwar ein bisschen plötzlich. Ich komm doch. Und irgendwie kann man immer nur begrenzt... Oh oh. Kommt, lass mich. Haut ab. Aber wir kommen so auch langsam vorwärts, sehe ich gerade. Und jetzt schnell. Wir haben bloß noch eine Minute. Puh. Ich glaube, das hat geklappt jetzt. Ha. Leicht, oder? Jetzt können wir chillen. Halt dich fest, Kumpel. Ja, das, ja. Okay, das war's. Hoffentlich geht's auf der anderen Seite ruhiger zu. Nicht, dass ich dran glauben würde. Das ist cool. Eine tolle Mitfahrgelegenheit. Und jetzt geht's durch diese großen Schleusen durch, ja? Nach Japan, Tokio. Aha. Fällt überhaupt nicht auf, wa? Genau so macht man das. Kinderspiel. Für eine streng geheime Mission war das allerdings etwas zu auffällig. Ach, nun komm. So, es wird gerade gespeichert, das ist sehr gut. So. Dan, Zeit für deinen Kabelwerfer. Was? Ich hab Kabelwerfer? Okay, das hier sind unsere Expressaufzüge. Du musst zielen. Und wohin denn? Ach, da. Und? Habe ich. Wow. Okay, wir müssen hier so schnell wie möglich durch. Du Idiot, gute Wacht. So. Halt! Lob mich doch nicht für so eine Vorstellung, oder bist du etwas... Was ist das hier? Du hast die Angriff Vital Booster 1 nur für Dan Nanomaschine erhalten? Nach dem Kauf von Nanomaschinen kannst du sie in den Fähigkeitseinstellungen unter dem Status der Charaktere... Richtig.
Was? Status? Moment, jetzt müssen wir mal kurz gucken hier. Das sind Berichte. Da fehlt uns ein Bericht. Ach, wir haben Bericht nicht. Ach, herrje. Oder? Oder der kommt noch. Was hatten wir hier? Kann ich hier irgendwas machen? Nee, ich kann bloß hoch und runter. Hä? Feindliche Daten? Ach, das sind die ganzen... da gibt's ja viele Gegner. 32 Gegner. Waffendaten? Da gibt's auch so viele Waffen. Was haben wir noch? Status? Ach so. Dan? Links, rechts, sekundär, bla, blue. Fähigkeiten. Aha. Angriffsvitalbooster. Sind die jetzt... die müssen wir ausrüsten. Warum sagt das keiner? Oder kann ich immer nur eine ausrüsten? Gesundheit wird erhöht. Aha. Das ist eine Schutzschicht, Verteidigung und das ist schnelle Wahrnehmung. Aha. Nachladegeschwindigkeit erhöhen. Und den können wir wahrscheinlich nicht ausrüsten, weil der kollidiert. Oder doch? Nee, genau. Körperliche Verbesserung, Gesundheit um 10, Gesundheit um 8. Dann nehme ich doch diese hier lieber. Und dann schmeißen wir erstmal die beiden hier mit rein. Na, sauber. Okay, ausrüsten. Jawohl. Und schon sind wir schon einen Ticken besser. Und was haben wir hier drüben? Darf's doch nicht einfach hier anders machen, als ich das möchte. Ah, der hat gar keine Fähigkeiten. Okay. Boateng hat keine Fähigkeiten. So, da können wir... Achso, der ist schon wieder weitergerannt. Oh, hey. Na, super. Geburtstag oder so. Hör mal, taktische Befehle sind unser Ticket nach draußen. Ja. Wollen wir es nochmal üben? Los. Okay, gehen wir es nochmal durch. Okay, Zeit für den ersten Befehl. Du sollst jetzt schießen sagen. Nun, du schießt doch endlich. Okay. Toll. Super. In Zukunft sag einfach schießen und die Sache ist gegessen. Okay. Jetzt schießen. Jetzt ist lustig. Ruf Angriff und zwar richtig laut. Angriff! Wow, hätte ich nie gedacht. Okay, aber darf ich jetzt mal wieder? Bedeutet ein Angriffsbefehl, dass man sich dem Feind schnell nähert. Aber denk auch an deinen Kollegen. Die letzte Taktik, die du kennen musst, heißt neu formieren. Versuch's mal. Okay. Neu formieren! Alles klar. Darf ich jetzt mal wieder aufstehen? Wie der läuft. Ich glaube, der hat irgendwas in der Hose. Wir müssen uns neu formieren, wenn du dein Team an deiner Seite haben willst. Ja. Ist praktisch, falls wir mal getrennt werden. Ja. Merkt ihr das? Ja. Es gibt auch noch andere Befehle, aber die lernst du im Einsatz. Okay, die Liste erkannter Wörter findest du blabla. Im Optionsmenü hatten wir schon mal. Manchmal lehnen Teamkameraden deine Befehle ab, ist klar. Da gibst du schon Befehle, dann werden sie abgelehnt. Je höher ihr Vertrauen in dich ist, desto unwahrscheinlicher ist dies doch. Aha. Okay. Darf ich jetzt... Ich darf aufstehen. Ich muss mit F... Nee. Huch. Ich wollte ihn nicht angreifen. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Okay. Ich da kommen die Nächsten. Ich sehe, die Gäste trudeln immer noch ein. Schade, dass sie statt Geschenken Gewehre haben. Dan, schmeiß eine Granate! Wie mache ich das? Splittergranaten? Aha. Okay, da kommt sie. Ja, toll. War ja äußerst erfolgreich. Hast du eine Brille? Ach du, hörst du mal auf, immer reinzurennen? Hab das gesehen, der ist voll in mich reingerannt, ja? So. Und... Huch. Aua. So. Du komm. Ach, da kommen die Nächsten. So, du kannst auch mal was machen hier. Schieß mal. Kapiert, Kumpel.
Aua! Ich nehme mal einem Kind den Lutscher weg! Ja! Der Aufzug ist unser Ausweg! Okay, wenn du sagst, der weiß aber ganz gut Bescheid hier, ja? Wo geht's da eigentlich lang? Ach so, gar nicht. Du hast das Secure-Com erhalten. Hiermit wirst du über IRTA-Berichte auf dem Laufen gehalten, die du unter Daten findest. Okay? Ein kleines Versteck. So. So, das schaffst du. So, sollen wir jetzt immer aufspringen hier, oder was? Den Knopf da, Partner. Welchen? Ach, den da. Ja. Aber ich glaube, bevor ich diesen Knopf drücke, mache ich ein kleines Päuschen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, ich habe das Interesse geweckt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Euer Firefox.